So, dann möchte man noch über ein Thema vielleicht reden, jetzt wo ich dich hier einmal im Podcast habe. Das ist schon das Thema Fernstudium eigentlich und das Thema digitales Lernen. Du hast es vorhin schon mal angeschnitten, dass man vom Bildschirm nicht ganz so effizient oder effektiv lernt wie vom Papier. Da gibt es ja auch Studien dazu. Und unsere Fernstudierenden oder unsere Zuhörer, ja, die lernen ja eigentlich auch mehr und mehr direkt vom Bildschirm. Also häufig vom iPad beispielsweise, wo die Skripte direkt am iPad gelesen und bearbeitet werden. Ja, kommt ja auch noch so dieser Trend zur Nachhaltigkeit dazu, dass man denkt, ich fordere mir die Skripte lieber nicht gedruckt an als Papier, sondern lese die digital. Also das ist so ein Aspekt, was das Fernstudium angeht. Und generell, ob es auch einen Unterschied macht, dass man jetzt nicht direkt Vorlesungen hat, wo man Sachen erlebt, sich mit Kommilitonen austauschen kann, sondern dass man eben nur zu Hause vor sich sitzt, die Sachen nicht wirklich diskutiert, die man da lernt. Und ja, wie siehst du das? Ja, ich bin persönlich ein riesiger Fan von Fernstudiengängen, weil da einfach extrem viel möglich ist. Also ich persönlich habe zwar nicht im Fernstudium studiert, sehe jetzt aber einfach, weil ich mit ganz vielen Studierenden von Fernhochschulen zusammenarbeite, dass es sehr, sehr gut möglich ist, da einfach wirklich schnell durch das Studium zu kommen und das auch angenehm nebenher zu machen. Vielleicht ein Beispiel dazu, ein Student, mit dem ich zusammengearbeitet habe, Franz, er studiert Ernährungswissenschaften an der IU und er hat es quasi geschafft, dass er innerhalb von 7 Monaten 55 ECTS in seinem Studium gemacht hat. Das heißt, innerhalb von 7 Monaten hat er quasi den Stoff von knapp einem Jahr machen können, neben seinen beiden Kindern, wohl angemerkt. Das wäre an einer Präsenzuni, das wäre überhaupt nicht möglich. Also das sind einfach Sachen, die gehen halt nur im Fernstudium und vielleicht auch noch als, ja, als Ermutigung dazu. Franz ist nicht als Genie ins Studium gestartet, überhaupt nicht. Von seinen ersten 6 Prüfungen hat er 5 nicht bestanden. Also er war am Anfang massiv hinterher, war zweimal im Drittversuch, hat auch kein Abitur gehabt. Das heißt, er hat sich wirklich, er hat Selbstzweifel da gehabt, hat gedacht, was weiß ich, er ist einfach zu blöd zum Studium oder für sein Studium. Und dann hat er wirklich so eine Glanzleistung hingelegt, dass er innerhalb der nächsten 7 Monate 55 ECTS gemacht hat. Also insofern bin ich ein riesiger Fan von Fernhochschulen. Und zu diesem Punkt, digitales Lernen ist verlockend, weil natürlich mit einem iPad oder so etwas lässt es sich schon irgendwie leicht lernen. Da muss man sich diese Zettel nicht extra ausdrucken oder sich seine Skripte nicht zuschicken lassen. Allerdings ist es so, dass einfach unser Gehirn merkt sich Informationen besser, wenn sie quasi nicht digital gelernt werden. Wenn wir das Ganze wirklich mit einem physischen Skript machen können, mit einem physischen Buch, bleibt das Wissen einfach besser hängen. Ich würde es nicht ganz quasi ganz verbieten oder so etwas mit einem iPad zu lernen. Man kann das Ganze schon machen, wenn man quasi auf ein paar Feinheiten achtet, dann kann man diesen negativen Effekt relativ reduzieren. Grundsätzlich bin ich aber schon eher ein Fan davon, einfach ganz normal zu lernen, weil das Wissen einfach schneller hängen bleibt. Ja, interessant. Beim iPad und beim Lernen am Bildschirm kommt ja auch noch dazu, dass das Licht, ja, weiß man ja auch mittlerweile nicht sonderlich gesund ist, sich vielleicht auch negativ auf den Schlaf auswirkt, gerade wenn man jetzt spät abends noch am Bildschirm lernt. Also da ist meine Empfehlung auch, versucht eher am Skript zu lernen. Das kann man ruhig auch mal bei etwas gedimmterem Licht machen. Ja, das ist nicht so, meiner Erfahrung nach zumindest, wie man früher mal gesagt bekommen hat, mach helles Licht zum Lernen. Das ist schon okay. Die Augen können sich ruhig auch mal ein kleines bisschen anstrengen, um etwas zu erkennen. Muss ja jetzt nicht Kerzenlicht oder sowas sein. Aber das ist immer noch besser, als zumindest spät abends am iPad oder am Bildschirm zu lernen, dann die ganze Zeit so zu blinzeln. Ich glaube, da bleibt dann auch nicht wirklich viel hängen.